take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad Building Challenge, es ist Samstag und der erste Upload des heutigen Tages geht um ein Pack Opening. Ihr seht, im Shop haben wir 37 Sets zur Verfügung, das ist mein Hauptaccount. Ja, und die haben sich hier die letzten Wochen, wo keine Promo war, auf jeden Fall angespart, die ganzen Sets. Und wir wollen heute diese 37 Sets hier in diesem Pack Opening öffnen. Wenn euch generell das gefällt, dann könnt ihr das gerne das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus, falls ihr generell kein Content mehr zum Foot-Geburtstag verpassen wollt. Was SBCs und so weiter angeht, könnt ihr gerne auf kostenfreie Basis auch ein Abo dalassen. Kurze Information, ich streame das Ganze über Twitch. Also auch bei Twitch sind wir natürlich aktiv. Falls ihr uns mal live sehen wollt, könnt ihr auch gerne ein Follow dalassen. Ja, und falls ihr schon einen Football-Spieler gezogen habt, könnt ihr mich das natürlich auch gerne in die Kommentare wissen lassen, ob ihr Packluck hattet oder nicht. Hashtag Packluck sowieso in die Kommentare, in den Chat hier bei Twitch und einfach Daumen drücken, dass wir was richtig, richtig Geiles ziehen können. Also Jungs, Daumen drücken, ja, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück, ganz entspannt und ja, 37 Sets liegen jetzt vor uns. Was anderes gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich habe mega Bock auf das Pack-Opening. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr feiert das Ganze. Und ja, insofern, ihr seht, was für Sets am Start sind. Mega-Sets, 50k-Sets von den Top-Partien diese Woche. Dann haben wir noch ein paar SPC-Packs und so weiter und so fort. Dann noch ein paar Wochenaufgaben-Sets. Also steht einiges an. Wir fangen an von der linken Seite mit den Jumbo-Premium-Gold-Packs. Und hoffen einfach auf richtig geile Spieler, auf richtig geile Full-Birthday-Spieler. Ihr wisst, wer alles draußen ist im Team Nummer 1. Und ihr seht auch hier die geile Animation. Also sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Die Frage ist, wie viele können wir davon ziehen? Können wir überhaupt einziehen? Das ist wirklich die Riesenfrage. Und mit Matic fangen wir schon mal an. Einige Packs sind übrigens untradable, ein paar sind aber auch wiederum tradable. So, Keen haben wir hier am Start. Ja, wie gesagt, eh alles untradable. Ein Encore immerhin noch. Stürmer, Mittelstürmer ist auch sehr, sehr nice. Den Rest können wir so abstoßen und dann gehen wir auch direkt straight rein ins nächste Set. Mal gucken, ich weiß gar nicht so genau, wie viel jetzt hier wirklich untradable und wie viel tradable sind von den ganzen Sets. Aber es wäre natürlich nice. Lecky wünscht mir auf jeden Fall hier ein Mbappé. Und es wird wieder kein Banner oder Walkout. Das heißt, das Ganze skippen wir dann immer natürlich. Ja, und mal gucken, wie auch das zweite Team dann aussieht. Falls ihr das Ganze nochmal zu Team 2 sehen wollt, lasst mich das gerne in die Kommentare wissen. Wir werden hier gleich noch im Twitch-Stream 20-mal die Gold-Upgrade-SPC machen. Das Video wird wahrscheinlich dann am Sonntag folgen, wenn alles normal läuft. Es sei denn, heute Abend, an diesem Samstagabend, kommt irgendwie andere Upgrade-SPCs, die dann irgendwie Priorität haben. Dann wird wahrscheinlich das 20-mal Gold-Upgrade-SPC-Video ein bisschen später die Woche folgen. Aber seid dann natürlich auf der sicheren Seite und verpasst es nicht. Ja, und ich bin gespannt, was die 50k-Sets, was natürlich gerade die guten Sets jetzt hier von den 37 Sets hergeben. Hier geht es weiter und ihr seht hier gerade, wie viele Spieler auch wieder im Verein landen. Ich habe wirklich so viele Spieler gar nicht im Verein. Ich habe wirklich so einen leeren Verein, was das Ganze angeht. Also bin ich jetzt wirklich froh, wieder den Verein richtig schön voll zu machen. Da muss ich echt sagen, bin ich extrem, extrem froh drüber. So, letztes Jumbo Premium Gold Pack. Dann haben wir die weg. Ja, und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier weiterläuft. Wand oder Walkout das erste Mal jetzt am Start. Es wird nur eine Wand. Und dann gucken wir direkt mal, was es wird. Es wird Spanien, das ist schon mal nicht so gut. Stürmer. Und es wird, wer ist es denn? Ja, Paco Alcacer, der Ex-BVB da. Ja, nehmen wir natürlich gerne mit. 83er ist 83er. Ich weiß nicht, ob es tradable ist, das Pack. Es ist sogar tradable. Nehmen wir also sehr, sehr gerne mit. ZM, ZDM, kein Hunter, kein Shadow. Irgendwas anderes Interessantes, die Sachen kommen auf die Transferliste, der Rest wird abgestoßen und dann liegen noch 33 weitere Packs vor uns. Also gleich können wir auch alle Sets angezeigt bekommen, 30 Sets ja immer, die da angezeigt werden. Und Erzsovic schreibt rein, Flo, los, bring uns den Kracher. Ja, wir müssen abwarten, bis das Packlack dann hier auf jeden Fall reinkommt. 33 Sets, 32 Sets, beziehungsweise, ja, liegen ja noch vor uns. Und hier so reine Spielerpacks, da ist nur ein Seltener drin, aber wer weiß, vielleicht ist da doch der Foot-Birthday-Spieler, der sich dahinter versteckt. Insofern, Jungs, zeigt einfach Support auf dem Video, egal ob ihr was Geiles seht oder nicht. Mitleid-Likes nehme ich auch gerne mit, ja, ihr wisst Bescheid. Allein für die Zeit, die wir wieder reinstecken, oder Jungs? Jetzt gebt mir mal Mühe. Jetzt gebt ihr mal Mühe, schreibt der Dirk rein. Ja, Jungs, ich kann doch nichts dafür. 12 Objekte, ihr seht, keines davon war ein reines Duplikat. Und das hat schon einiges zu bedeuten. Komm, wir machen mal ein Megaset auf. Wir machen mal ein Megaset auf. Zwischendurch so ein 35k-Set. Machen wir doch schon mal auf. Und wieder Wand oder Walkout? Es wird nur eine Wand wieder. Es wird nur eine Wand. Diesmal wird es Italien.
Rechter Mittelfeldspieler. Und das wird Bernardeschi, wenn ich nicht falsch liege. Guck mal, wie es weiterläuft. Ja, Bernardeschi nur ein 83er leider hier im Set. Das ganze Set ist tradable. Falls ihr wieder irgendwas seht übrigens, was Coins bringt, schreibt es mir rein hier in den Twitch-Chat oder natürlich auch runter in die Kommentare bei YouTube. Ganz, ganz wichtig, dass ich da auf jeden Fall dann noch später drauf reagieren kann und vielleicht den einen oder anderen Spieler noch verkaufen kann. So, nächstes Set. Wieder Wanderer Bockhold, oder? Jawohl, es wird ein Inform. Es wird ein Team of the Week Moment. Komm schon, bitte. Es wird Pepe Reina. Pepe Reina. Nehmen wir mit. Jungs, nehmen wir mit. Warum nicht? 84er Inform ist 84er Inform. Egal ob tradable oder untradable. Pepe Reina, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er wird wahrscheinlich nicht viel kosten. Nichtsdestotrotz, Inform ist Inform. Team of the Week ist Team of the Week. Und er ist zwar untradable, aber ja, ihr wisst, SBCs, heute ist ja unter anderem Özil rausgekommen. Da brauchen wir insgesamt drei Team of the Weeks, glaube ich, waren es. Also insofern Team of the Week so oder so immer brauchbar. Und deshalb nehmen wir ihn natürlich mit. Also, unser erster Walkout wird ein Team of the Week. Mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, wie es weitergeht. Und da kommt ein Sub rein vom Jono. Danke dir für den Sub auf jeden Fall. Grüße gehen raus und herzlich willkommen hier bei der Archie Gaming Army. Und wir machen weiter direkt mit einem Deutschen. Und es ist Selke. Es ist Selke, der da reinkommt. Engelchen ist auch am Start. Grüße gehen raus in den Chat. Und wir haben einen Enko noch am Start. Mal gucken. Ne, sonst leider duplikatmäßig nicht viel am Start. Alles untradable hier in dem Set. Das war natürlich ein von den Seasons. Und dann machen wir mal das Kleine hier auf. Prime Gold Spieler Set in klein. Komm schon hier. Let's go. Let's go. Zeig uns Wand oder Walkout. Vielleicht wird das Ganze hier auch ein bisschen zusammengeschnitten, muss ich ganz klar sagen. Wenn mir das doch zu lange geht, aber ich versuche schon so weit wie möglich zu skippen. Hier jetzt sechs Spieler, die tradable sind in diesem kleinen Set. Und dann können wir doch mal gucken. Megasets, Elektrum, gehen wir mal nach ganz hinten. Denn da haben wir, glaube ich, noch SPC-Packs. Unter anderem zum Beispiel dieses 283 Plus Pack. Ja, gestern war die SPC rausgekommen. Zwei seltene 283 Plus Spieler. Komm schon. Es wird Wand oder Walkout. Es wird ein Walkout, Jungs. Zweiter Walkout fürs Video. Deutschland, Stürmer. Es wird Timo Werner. Let's go. Timo Werner als 86er. Den nehmen wir dicke mit. Ich habe den hier auf dem Hauptaccount schon als roten. Team of the Week. Ich glaube, das war der erste, der jetzt natürlich dann geupgradet worden ist. Insofern wird die Normalkarte natürlich, wenn dann jetzt im SPCs. Oh, und Ibrahimovic als 85er. Ey, das ist ein geiles 83 Plus Set gewesen. Das nehmen wir auf jeden Fall ganz klar gerne mit. 85er und 86er. Das ist echt ein geiles Set. Dafür auf jeden Fall GG in die Kommentare. Und. Was haben wir noch hinten drin? Seltener Spieler an 84 Plus Spieler. Hier noch ein normaler seltener Spieler drin. Nehmen wir den als erstes mal mit. Nachdem Werner und Ibrahimovic eben im Set waren. Leider hier kein Band oder Walkout. Müssen wir mal schauen. Also, Chiesa ist es als 79er. Kommt rein in den Chat. Und 25 Sets liegen auch vor uns, Jungs. Es wird wirklich nicht weniger. Es wird wirklich nicht weniger. Komm schon. 84 Plus Spieler. EA. Foot Birthday Spieler Nummer 1. Come on. Ah, es wird nur eine Wand. Es wird nur eine Wand. Komm, 85er, 85er. Hey, immerhin. Let's go. Es wird der 85er Birki. Es wird nicht Sommer, an den ich erst gedacht habe, sondern es wird tatsächlich Birki. Also, das ist doch top. Ja, immerhin das, wenn man kein Walkout sieht, will man immerhin dann sehen. Und weiter geht's mit 24 Sets. Und mit einem seltenen gemischten Spielerset. 12 seltene sind drinne. Und das ist auf Ansage der erste Foot Birthday Spieler. In 3, 2, 1. Ach, schade. Leider nicht. Leider nicht. Es wird. Wer wird es denn? Torwart Onana. Immerhin der nächste 85er, Jungs. Immerhin der nächste 85er. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Oh, wir haben auch noch so ein Benegas mit am Start. Und vom Steak. Kommt auf die Transferliste. Weiter geht's. Megapacks und 50k jetzt liegen noch vor uns. Machen wir weiter mit so einem Prime Elektro Spieler Pack. Come on. Komm schon, ey. Hau was raus. Es wird ein Band oder Walkout. Ah, wieder nur eine Wand. Wieder nur eine Wand. Das kann doch nicht wahr sein. Es wird 84er, oder? 84er ist es. 83er William Carvalho. Ja, müssen wir mitnehmen. Sechs Spieler waren hier drin, glaube ich. Ne, 12. 6 Goldkarten waren hier drin. Okay, aber alle tradable. Immerhin etwas.
immerhin etwas. Und 22 Sets wieder vorne dran. Seltene Spielerpack. Zack, komm schon, 12 seltene. Let's go. Ah, können wir skippen, können wir skippen. Sowas sowieso. Immer nur Wand oder Walkout. Gehen wir hier weiter, lassen wir hier weiter aufgehen. Und der ein oder andere Spieler, also das müssen wir echt gleich noch durchgehen hier auch im Stream-Chat. Beziehungsweise im Stream selber. Dass wir auf jeden Fall alles durchgehen, was wir hier gezogen haben. Denn ich glaube, hier sind auf jeden Fall die ein oder anderen versteckten Coins auch in den Silberspielern mit drin. Aber natürlich das Nonplusultra wäre jetzt hier ein heftiger Walkout, wäre ein heftiger Wandspieler. Aber so unterm Strich ist es bis jetzt auf jeden Fall nicht lohnenswert, die ganzen Sets immer wieder für eine Promo aufzubewahren. Balotelli, ich glaube, den habe ich noch nie gezogen, dieses FIFA. Und wieder 12 Spieler, die wir noch nicht im Verein hatten. So, nächstes Set, Elektrum Spieler Set in klein, ein Seltener drin, da kann ja eigentlich gar nichts drin sein, aber wer weiß, der Packler King, vielleicht kommt er um die Ecke. Ne, Non-Rare, ja moin, da muss ich aber ganz dringend los. 20 Sets noch, Jungs, also das wird auf jeden Fall ein fettes Pack-Opening, falls das Video ein bisschen länger wird, seht es mir nach, aber ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Am Wochenende, an einem Samstag, passend, auf jeden Fall ein bisschen längeres Video, ein schönes Pack-Opening. Und, ja, leider bis jetzt kein richtiges Packlack. Was haben wir gehabt? Zwei Walkouts, glaube ich, ne? Waren es zwei Walkouts? Vielleicht auch nochmal reinschreiben in den Chat. Und hier vielleicht, Italien? Ah, leider nicht. Leider nicht. Pat kommt auf die Transferliste. Und 18 weitere Sets liegen vor uns. Elektro-Spieler-Pack. Auch hier wieder nur ein Seltener drin. Komm, lass es doch ein Full-Birthday-Spieler sein. Ist es denn zu viel? Ist es denn zu viel erhofft? Ist es denn zu viel? Nach den wochenlangen keinem Set öffnen, können wir doch immerhin damit rechnen. Aber ihr seht hier, Botzek von Frankfurt eben drin gewesen. Könnte einiges an Coins bringen. Nicht von Frankfurt, von Düsseldorf. Prime Electro Spieler Set. 6 seltene. Komm schon, EA. Ah, komm schon, EA. Komm schon, komm schon, komm schon. Unfassbar. Was soll ich dazu sagen, Jungs? Was soll ich denn dazu sagen, Jungs und Mädels? Wieder tradable, aber wieder kein Packluck. Und ich wette, gleich, wenn ich Packluck habe, ist es safe ein untradable Pack. Es wäre wieder so typisch. 15 Sets nach dem Set noch. 15 Sets noch. Das ist Wand oder Walkout. Come on. Ah, wieder nur Wand. Und das skippen wir jetzt einfach. Und das skippen wir einfach. Pepe als 84er, nehmen wir sehr gerne mit. Es ist wieder tradable. Franzose hier am Start mit MPSO. Also liegen SPC-Spieler sind auf jeden Fall en masse am Start. Und Werner war der Walkout. Zwei Walkouts? Haben wir zwei Walkouts gezogen? Bin mir gerade nicht sicher. Y-Tür schreibt, bisher zwei Walkouts. Werner und Inform-Walkout Pepe Reina. Na gut, dann habe ich ja richtig mitgezählt. Hier ist der nächste. Ah, nee, leider nur eine Wand. Diesmal lassen wir durchlaufen. Es wird Belgien, Innenverteidiger. Und es wird 83er Company. Ja gut, hab ich gesagt, man sollte es jetzt aufbewahren. Komm, Fitnesskarten, ZOM, ZM, immerhin etwas. Aber bitte sei tradable. Ja, noch nicht mal das. Jetzt geht's hier langsam los mit dem Discarden, Jungs. Jetzt geht's hier wirklich langsam los mit dem Discarden, sage ich euch. Jetzt geht es ja wirklich langsam los mit dem Discarden. Naja, müssen wir so mitnehmen. Müssen wir so machen. Können wir ja nicht ändern. Premium Goldspieler Pack, 3 seltene sind da drin. Machen wir mal ein bisschen hin und her hier. Aber es kann doch nicht sein, dass uns hier EA nicht zumindest einen von denen gönnt. Zumindest einen, egal ob tradable oder untradable. Obwohl Hazard wäre jetzt nicht die beste Lösung, weil den habe ich schon als untradable, also als untradable Lösung wäre schlecht. Weil den habe ich schon als Untradable Wants to Watch Spieler hier auf dem Account. Also wenn, dann bitte Tradable Hazard. Da wäre ich auf jeden Fall für. Aber wir wollen ja nicht um was bitten. Wir hoffen trotzdem auf ordentliches Packlack noch. Kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Aber ihr seht wieder, ne? Boah, wirklich wie leer mein Verein an sich ist. Und jetzt wieder schön voll wird. Da freue ich mich wieder drauf. Allein wegen den ganzen Squad Building Challenges, ne? Naja, gut. Seltenes Megapack, komm, machen wir mal das 55k Set auf und gucken, was wir da drin haben. Come on. Wieder kein Wand oder Walkout.
Jungs, warum mache ich das eigentlich ganz? Wieso mache ich das Ganze hier eigentlich? Was ist denn da los? Für was? Fitnesskarten? Ja, für Fitnesskarten mache ich's. ZOM, ZM, Corona ist hinten drin. Den habe ich gefühlt seit der Corona-Zeit irgendwie in jedem Set drin. Also das ist ja echt schrecklich. Und das wollte ich nicht machen, sondern die auch noch discarden. Brauche ich definitiv nicht, die Trikots. Ah, 11 Sets noch. Wir sind echt hier kurz vorm Ende jetzt. 37 Sets, 27 Sets schon aufgemacht. Und auf den Big Pull müssen wir leider noch warten. Mal gucken, ob das noch was gibt. Mal gucken, ob das noch hier was gibt. So, was haben wir hier am Start? Wilson, Tradable Pack, komplett 12 Spieler, ab in den Verein. Nächstes Set, das Prime-gemischte Spielerset, was wir jetzt hier aufmachen. Davon haben wir 2 Stück, wenn ich es richtig gesehen habe. Wieder kein Wand- oder Walkout. Wieder kein Wand- oder Walkout. Wo ist das Packlack hin? Wo ist das Packlack hin? Hätte ich das lieber vor der Promo alles aufmachen sollen? Oder was ist hier los? Wieder ein PSG-Spieler und 9 weitere Sets noch vor uns. Zack, 6 seltene, 6 Gold. Komm schon, ey, bitte. Ja. Ach, komm. Das kann echt nicht wahr sein. Jungs, ihr müsst einen Mittler-Lex immerhin da lassen. Also, das kann ja nicht wahr sein. Das kann doch einfach bis jetzt hier nicht wahr sein, was hier in diesen Sets drin ist. Das glaubt mir doch, wenn ich es nicht aufgenommen hätte. Ah, wird's mir keiner glauben. Komm schon. Danke dir, Ayub, für den Follow. Danke dir dafür. Oh, Player Picks. 75er bis 80er. Gibt's da Foot Birthday Spieler, die theoretisch kommen könnten? Ah, anscheinend nicht. Wir nehmen mal Abia mit. Und da haben wir dann 2 Argentinier aus der Copa Libertadores. Oder für die SBC. Aber auch Chemistry-Style-mäßig war jetzt bis jetzt nicht viel dabei. Ist schon ein bisschen weird, ist schon ein bisschen komisch. Müssen wir aber irgendwie so akzeptieren. 7 Sets liegen ja noch vor uns. Und es sind auch nicht die schlechtesten Sets. Es sind ja auch nicht die schlechtesten Sets. Aber ich bin mal gespannt auf die 50k-Sets am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die Foot09 SPC auf dem Hauptaccount hat das Set auf jeden Fall nicht gegönnt. Was da los war, man weiß es nicht. Und wir ziehen Diaby. Auch wieder hier Tradable Pack. Und Diaz ab auf die Transferliste. Direkt wieder straight ins nächste. Prime Elektronspieler Pack. Das gefühlt 100. Komm schon hier. Ohne Worte. Ohne Worte. Ich schlafe da selbst bei ein. Ich bin schon am Gähnen, Jungs. Ich bin schon echt am Gähnen. Aber Jungs, weiterhin Daumen drücken. Wirklich. Weiterhin Daumen drücken. Wir können es noch schaffen. Wir haben noch weitere Sets. Es ist noch nicht das Ende dieses Pack-Openings. Wir haben noch 5 weitere. Also insofern, hier ist er drin. Sissoko, Foot Birthday. Ist hier einfach drin. Oder auch nicht. Bernardo. War der nicht immer viel wert? Na, leider nicht. Leider nicht. Boah, Jungs, wir müssen gleich so viele Spieler hier im Chat abchecken. Beziehungsweise im Stream. Und jetzt noch 4 Sets. Prime Elektro Spieler Pack, bevor wir dann zu dem Mega Set und zu den 50k Sets springen. Aber noch nicht mal Wand- oder Walkout sei uns gegönnt. Hier schreibt einer rein: Mein Freund hat heute St. Maximin, Jenne und Maldini gezogen. Alter Falter. So ein Packlack hätte ich auch gern. Aus 37 Sets ziehen wir tatsächlich bis jetzt nur 2 Walkouts. Das kann nicht dabei bleiben. Das kann wirklich nicht dabei bleiben. Erstes 50k-Sets. Komm schon. Es wird ein Wand- oder Walkout. Es wird. Es wird der nächste Team of the Week Moment. Und diesmal ist es Portugal. LM. Und wer ist es? Es wird Rafa. 84er. Nächster 84er Team of the Week Moment Walkout. Mit 95 Tempo, 88er Dribbling sieht gar nicht so schlecht aus. 76er Schuss leider nur am Start. Aber für First Owner Aufgaben, vielleicht ist es auch tradable, gar nicht mal so schlecht. Es ist untradable. 4 Sterne, 3 Sterne bringt der gute Mann mit. Schlecht vom Tempo her nicht. Also für First Owner Aufgaben sehe ich das schon mal gar nicht so kritisch. Der ganze andere Rest
kann, hoffentlich auf die Transferliste. Dennis schon mal nicht und Bender ist auch untradable. Schade. FIFA, danke dir für den Sub. Danke dir für den Sub über Twitch. Danke dir. So, und dann zum Ende jetzt noch das Megapack und das 50k-Set. Komm schon, 35k-Set und 50k-Set zum Ende dieses Videos. Let's go. Einfach nur let's go. Und es wird nicht let's go. Oh Mann, ey, tut das weh. Tut das einfach nur weh. Und da kommt der nächste Follow rein von XXArray. Danke dir für den Follow. Thiago Mendes und das ist tradable, das Megaset. Chemistry-Style-mäßig war gar nichts am Start. ZOM, ZM. Kostet einiges an Coins. Können wir mal anbieten für 4k. Ah, aber sonst unterm Strich bis jetzt mehr als frustrierend, oder? Was sagt ihr? Also, so wirklich geil ist anders. 50k-Set kann jetzt nochmal alles retten. Wir machen es auf in 3, 2, 1, Abfahrt. Komm schon! Nochmal Daumen drücken, Jungs. Nochmal Daumen drücken. 37 Sets. Und es wird, glaube ich, noch nicht mal eine Wand. Da muss ich dringend los. Da muss ich ganz, 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 ganz dringend los. Es wird... Was soll ich dazu sagen? 37 Sets aufgespart für die nächste Promo. Und leider kein Promospieler bis jetzt gezogen. Wir hoffen, dass wir bei der 20-mal Gold Upgrade SPC ja, einfach erfolgreicher abschließen. Mit mehr Packluck. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Lasst ein Like da. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, zeigt Support trotzdem auf dem Video. Und dann gibt es das Ganze vielleicht nochmal für nächste Woche. Ja, insofern, haut da rein. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keinen Content mehr verpassen wollt zur Full Birthday Promo. Zerstört den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.